Ich begrüße euch zu meinem ersten Video, wo ich allgemein über meinen Kanal spreche. Ich habe vor, diese Art von Video wöchentlich an einem Sonntag rauszubringen. In diesem Video werden euch Statistiken und Kommentare der Woche, Nachträge zu YouTube-News-Videos und Pläne für die Zukunft erwarten. Dann fangen wir jetzt mit den Statistiken an. Man muss bedenken, dass diese erst nach 24 Stunden aktualisiert werden. Ich habe zum Beispiel derzeit 13 Abonnenten. YouTube Analytics zeigt mir aber nur 9 an, da die restlichen 4 in den letzten 24 Stunden gekommen sind. Ich habe in den 8 Tagen YouTube 2028 Aufrufe erzielt. Man muss aber bedenken, dass von den 10 produzierten Videos eigentlich nur 2 relativ große Aufrufzahlen haben. Das Video über Bibis Beauty Palace neuen Song hat 67% und das Video über Clemens Alive hat 21% der Aufrufzahlen erreicht. Die restlichen 8 Videos teilen sich dann die restlichen 12%. Mich erfreut es natürlich, dass ich eine so große Aufmerksamkeit bekomme. Jedoch meiner Meinung nach sehr interessante Videos wie das über die geplanten Regeln für Werbung und Jugendschutz bekommt so gut wie keine Aufmerksamkeit. Schade. Meine durchschnittliche Wiedergabedauer von 30 Sekunden macht mich ebenfalls unzufrieden. Man muss bedenken, dass meine Videos meist um die eine Minute lang sind, aber eine Zuschauerbindung von nur etwa 50% ist meiner Meinung nach echt schlecht. Ich habe mich aus diesem Grund Mitte der Woche dafür entschieden, dass ich die Empfehlungen am Ende zum Kommentieren, Abonnieren und Liken weglasse, da die meisten dort wegschalten. Eine ebenfalls nicht zufriedenstellende Statistik ist die Like-Dislike-Rate. Die 39 Dislikes gegenüber den 29 Likes sind schon relativ demotivierend. Die vielen Dislikes scheinen aber nicht an der Qualität zu liegen. Eher der Vorwurf von einem Mitglied der Investigativen der Tomek-Redaktion, dass mein Video über Clemens Alive eine Reproduktion sei, war der Auslöser für etwa 24 Dislikes. Auf den Vorwurf gehe ich im Teil Kommentare nochmal genauer ein. Aus diesem Grund würde ich mich über konstruktive Kritik in den Kommentaren freuen, damit ich mich auch verbessern kann. Man muss bei der Kritik meiner Meinung auch bedenken, dass ich erst seit 8 Tagen YouTube-Videos mache und dafür ist meiner Meinung nach die Qualität eigentlich ganz gut. Die paar Lober haben mich natürlich auch gefreut. Es ist immer erfreulich, wenn deine Arbeit wertgeschätzt wird. Die Abonnentenzahl von derzeit 13 ist zufriedenstellend. Sie hätte ganz klar niedriger ausfallen können. Über eine größere Reichweite freut man sich jedoch immer. Das Geschlechterverhältnis ist relativ ausgeglichen. Das liegt aber auch ganz klar an dem großen weiblichen Zuwachs durch das Video über Bibis Beauty Palace. Kommen wir zum nächsten Teil des Videos. Ich habe leider nicht besonders viele Kommentare bekommen. Über einen Kommentar möchte ich aber reden. Ein Mitglied der Investigativen der Tomek-Redaktion schrieb auf Twitter: Es gibt einen neuen News-YouTuber. Sein erstes Video ist eine Reproduktion unseres Videos. Ich mag so etwas echt nicht. Ich schrieb daraufhin zurück: Ich sehe meine Videos nicht als Reproduktion. Selbstverständlich gibt es bei einem gleichen Thema auch gleiche Aspekte. Meine und euer Video sind aber nur zu 50% gleich. Im zweiten und meines Wissens nach bisher in keinem YouTube-Video behandelten Teil geht es um die Reaktion von Clemens Alive. Ebenfalls habe ich mein Video produziert, weil ich, Abonnent beider Kanäle, meiner Meinung nach objektiv über das Thema berichten kann. Kommen wir jetzt zu den Nachträgen. Ich muss zugeben, ich habe mich nicht besonders informiert. Ich habe das Video über die geplanten Regeln von Werbung und Jugendschutz in 2 YouTube-Foren gepostet und um Meinungen gebeten. Einer schrieb einen sehr interessanten Kommentar. Jetzt aber erstmal abwarten, es ist ja noch nicht mal dem Parlament offiziell zur Diskussion vorgeschlagen worden. Und wer weiß, was dann an Regulierung am Ende rauskommt. Große Pläne für die Zukunft habe ich eigentlich nicht. Die Qualität des Visuellen möchte ich noch verbessern. Ebenfalls ein neues Mikro für eine bessere Audioqualität ist geplant. Über Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen. Das war's für diese Woche. Habt einen schönen Tag.